Ahoi und Buongiorno aus Bella Italia von der wunderschönen Mittelmeerinsel Sardinien. Vor einigen Jahren waren wir bereits mit AIDA Blue hier auf der Insel unterwegs und das hat uns damals so gut gefallen, dass wir uns dazu entschieden hatten, in diesem Jahr eine gesamte Woche Urlaub an der Costa Smeralda, genauer gesagt im Colonna Resort bei Porto Cervo zu verbringen. Ja, und dass Sardinien weit mehr zu bieten hat als leckere Pizza und Pasta, möchten wir euch in dieser nun startenden Vlog-Reihe zeigen. Freut euch also auf wunderbare Naturkulissen, ja, schönes Wetter und natürlich auch ein bisschen leckere Kulinarik. Also, los geht's und ganz viel Spaß! Unsere Reise begann mit dem Flug mit Lufthansa von Deutschland nach Sardinien. Die Flugzeit beträgt bis nach Olbia in etwa 2 Stunden und direkt am Flughafen hatten wir vorab einen Mietwagen für die gesamte Woche reserviert, mit dem wir dann natürlich auch die Insel erkunden wollten. Zunächst führte uns unser Mietwagen allerdings in den Norden von Sardinien an die Costa Smeralda. Nähe des Ortes Porto Cervo lag mit dem Colonna Beach Resort unsere Hotelanlage, die ich euch an dieser Stelle kurz vorstellen möchte. Die Anlage ist in einer schönen Bucht gelegen und besteht aus mehreren Gebäudekomplexen. Während unseres Aufenthaltes befanden sich vorwiegend deutsche, österreichische und italienische Gäste mit uns im Resort. Untergekommen waren wir dabei in den 7 Tagen in einem Standardroom mit Meerblick. In Sachen Gestaltung trifft es die Beschreibung typisch italienisch wohl ganz passend, wenn man das Zimmer sich ansieht. Neben einem Doppelbett gibt es auch eine Aufbettungsoption für einen dritten Gast, ein TV-Gerät, eine kostenpflichtige Minibar und ein geräumiges Bad mit Dusche, Wanne, BD und zahlreichen Pflegemitteln für euren Aufenthalt. Besonders gut hatte uns allerdings der Ausblick vom Balkon auf das tolle Küstenpanorama gefallen. Klare Highlights der Anlage waren zudem die weitläufige Poollandschaft mit Salzwasser und der direkte Zugang zum Meer. An den Pools könnt ihr euch in aller Ruhe entspannen und wenn ihr lieber direkt ans Meer wollt, ist dies auch möglich. Hier gibt es einen kleinen privaten Sandstrand und einen Steg mit Liegen, von dem aus ihr das kristallklare Mittelmeer genießen könnt. Natürlich möchte ich euch auch ein paar Impressionen vom Essen präsentieren. Wir hatten lediglich das Frühstück bei unserer Reise dazu gebucht, das in Buffetform angeboten wurde. Die Speisen wurden aber zum Großteil dann von den Angestellten überreicht. In Sachen Auswahl und Qualität war das Frühstück, ja, wollen wir sagen, mittelmäßig. Satt geworden sind wir allerdings dennoch. Das Mittag- und Abendessen haben wir nicht ausprobiert. Während unseres Aufenthalts wurde dies allerdings in Bedienform angeboten. Doch genug mit den Impressionen von unserem Hotel, weiter geht es mit Szenen von der Costa Smeralda. Als erstes wagen wir einen kleinen Abstecher nach Porto Cervo. Der Ort ist sehr touristisch ausgelegt und bietet charmante Gassen, die zahlreiche teure Boutiquen beherbergen. Aber auch zum Flanieren lohnt sich ein Besuch des Ortes. Ein Großteil der Bars und Restaurants im Ortszentrum sind allerdings ebenfalls recht kostenintensiv. Weshalb wir euch das Restaurant Hibawa ans Herz legen können. Hier erwartet euch ein klasse Ambiente, faire Preise und super leckere italienische Küche. Während der Reise haben wir hier daher gleich mehrfach gegessen. Frisch gestärkt geht es nun direkt weiter mit den Ausflugstipps. Mit dem Mietwagen ging es für uns in die Nähe der Küstenstadt Palau, denn hier ist der berühmte Bärenfelsen Capo d'Orso. Ja, hier sind dann nochmal 3 Euro Eintritt pro Person fällig und festes Schuhwerk wäre für den Weg nach oben auf alle Fälle von Vorteil. Belohnt werdet ihr für eure Mühen allerdings mit einem richtig schönen Ausblick, wie die folgenden Impressionen hoffentlich beweisen. Bye.
Nach dem Besuch am Bärenfelsen nehmen wir euch nun mit zu der beschaulichen Badebucht Cala Spinosa. Diese liegt auf der Halbinsel Capotesta und ist ebenfalls nicht ganz so leicht ohne festes Schuhwerk zu erreichen. Eure Mühen lohnen sich aber, da ihr hier mit einem tollen Ausblick, bizarren Felsformationen und einem azurblauen Meer belohnt werdet. Einziger Nachteil ist die in unseren Augen sehr schwierige Parksituation, sodass ihr hier einiges an Geduld investieren solltet, vor allem in der Hauptferienzeit oder am Wochenende. Zum Abschluss gibt es hier noch ein paar schöne Impressionen von unserer Kajak Sunset Tour, die wir über Viator gebucht hatten. Hier seid ihr mit einer kleinen Gruppe zum Sonnenuntergang nahe der Insel Molara unterwegs und bekommt obendrein die Möglichkeit im Meer zu baden und einer tollen musikalischen Einlage zum Sonnenuntergang zu lauschen. Eure Schnorchel könnt ihr allerdings im Hotel lassen, denn Fische haben wir dort quasi gar keine gesehen. Die Impressionen vom gut 50 Euro teuren Ausflug gibt es jetzt für euch. Ich hoffe, dass euch der erste Vlog von Sardinien gefallen hat. Lasst gerne ein Feedback da und schreibt gerne in die Kommentare, ja, wie euch diese Impressionen gefallen haben und ob ihr die Mittelmeerinsel bereits besucht habt. Ich freue mich, von euch zu lesen und sage bis zum nächsten Video hier auf Kreuzfahrttrend.